Weihnachten. Ja, wir haben den 24. Dezember und ihr seht viele große Päckchen vor mir. Und hier in meinem Kalender hatte ich dieses Getränk hier und da steht einfach nur frohe Weihnachten drauf. Und das ist immunstark. Ja, süßes Bild. Ja, der Kalender war wirklich, also hat mir wirklich gut getan, muss ich sagen. So, ja, ich war gerade schon am Essen vorbereiten fürs Raclette nachher und bin schon ein bisschen geschafft. Nachher geht es noch in den Gottesdienst, deswegen wollte ich jetzt auf jeden Fall noch das Video abdrehen, dass ihr das heute auf jeden Fall noch bekommt, auch wenn es heute mal nicht so früh morgens war wie gewohnt. Okay, ihr Lieben, so, und die 24 ist hier so ein langes Kästchen und da haben wir hier zwei Teile. Drücken kann. Ja, und ich weiß ja schon, dass da eine Karte drin ist, auf jeden Fall. Und wir haben wieder eine Geschichte und das finde ich sehr passend zu Weihnachten, ehrlich gesagt. Ja, und hier ist so eine lange Stange drin und die lasse ich jetzt bitte mal eingepackt. Also die probiere ich jetzt nicht. Ich habe die letztes Jahr probiert. Das ist so ein bisschen ähnlich wie Toblerone. Es ist auch hier, hat auch hier so Einkerbungen, also sieht ein wenig aus wie Toblerone, nur ein bisschen mehr rund, nicht ganz eckig. Und schmeckt auch ein bisschen ähnlich wie Toblerone, also da sind auch so Stückchen drin. So könnt ihr das vergleichen. Ja, und hier ist meine Karte drin, die ich dann natürlich irgendwann im kommenden Jahr gucke, was da drauf ist und dann eben einlöse. Falls da irgendwie was Besonderes drauf sein sollte, also wirklich viel Geld drauf sein sollte, dann erzähle ich es euch. Sind standardmäßig überall nur 5 Euro drauf, dann ja, spreche ich da nicht weiter drüber. Dann ist das halt so. Dann habe ich für den Kalender 2,99 Euro bezahlt und bin trotzdem glücklich, weil es ein schöner Kalender ist. Und ich werde den jedes Jahr wiederholen. So, und jetzt kommen wir aber mal hier zu unserer Geschichte. Einmal los. Mal gucken. Oh. Tannenbaum und Weihnachtsstern, Festessen und fröhliche Lieder, all das ist Weihnachten. Aber Hand aufs Herz, Bescherung ist der Höhepunkt. Die Schweden haben sogar so viel Freude daran, dass sie dabei selbstgeschriebene Gedichte vortragen. Aber wer bringt die guten Gaben dort eigentlich ins Haus? Jultomte natürlich, der Weihnachtswichtel. Zusammen mit seinen Gehilfen kommt er aus Lappland angereist, um die Geschenke zu verteilen. Die skandinavische Version des Weihnachtsmannes kann... Oh, was war jetzt? Das tut mir leid. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich probiere es einfach gleich nochmal. Ne? Hihihi, statt hohoho. Tannenbaum und Weihnachtsstern, Festessen und fröhliche Lieder, all das ist Weihnachten. Aber Hand aufs Herz, Bescherung ist der Höhepunkt. Die Schweden haben sogar so viel Freude daran, dass sie dabei selbstgeschriebene Gedichte vortragen. Aber wer bringt die guten Gaben dort eigentlich ins Haus? Jultomte natürlich, der Weihnachtswichtel. Zusammen mit seinen Gehilfen kommt er aus Lappland angereist, um die Geschenke zu verteilen. Die skandinavische Version des Weihnachtsmannes kann mit besonderen Eigenschaften aufwarten. Als Wichtel ist er zwar klein, aber ho, ho, ho. Ach Mensch, das gibt's doch nicht. Ach, das ist das Ende der Geschichte. Okay, das war das Ende der Geschichte. Ich dachte, da kommt noch was. Okay. Ja, ihr Lieben, seid mir nicht böse. Ich schneide diese kleine Panne heute mal nicht raus, weil ich möchte so wenig wie möglich Zeit hier mit dem Video heute verbringen, weil ich noch viel zu tun habe und wir ja auch noch in den Gottesdienst wollen. Und das möchte ich alles noch schaffen. Wir haben schon 12 Uhr, um 15 Uhr wollen wir im Gottesdienst sein. Der findet diesmal nicht bei uns gleich nebenan in der Scheune statt, sondern woanders. Und da fahren wir ein bisschen und deswegen möchte ich das alles vorher noch schaffen. So, und ich habe hier mein Weihnachtsgeschenk von Christina. Das ist ein extra Geschenk, was sie mir noch eingepackt hat.
Und das hier ist die 24, die im Kalender war. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Kalender drin ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier ein Kalender drin ist. Hier drunter ist aber irgendwie noch etwas. Oh, ihr guckt schon was raus. Ich habe aber nicht reingeguckt, versprochen. Und ich weiß auch nicht, obwohl ich hier jetzt eine Ecke gesehen habe, weiß ich nicht, was es ist. Es könnte eventuell ein Badesalz sein, aber ich weiß es nicht genau. Könnte auch was ganz anderes sein. So, und hier oben drauf ist irgendwas Weiches. Könnte vielleicht so ein Adwee oder so sein. Vielleicht von Totoro oder irgendwie sowas. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Ja, und von meiner lieben Manuela. Und da bin ich mir sehr sicher, dass es ein Block ist. Und da sie jetzt des Öfteren Santoro-Sachen drin hatte, könnte ich mir vorstellen, dass es sogar ein Santoro-Block ist. Oder aber ein großer 30x30 Action-Block. Das weiß ich nicht. Heute möchte ich diesen hier zuerst auspacken, weil ich mir relativ sicher bin, was drin ist. Und da ist es ein bisschen ungewisser. So. Und ich mache es natürlich trotzdem ein bisschen spannend. Muss ja sein, ne? Ja, nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich das so zack, zack aufreiße. Bei Weihnachten bin ich auch ehrlich gesagt immer so, ich bin immer total traurig, wenn ich irgendein Geschenk vorher weiß. Also, was heißt total traurig? Aber ich freue mich viel, viel mehr, wenn es so ein Geheimnis ist. Wisst ihr, was ich meine? Als Kind habe ich mal im Schlafzimmer meiner Eltern so eine ganz kleine Mini-Püppi gefunden, die ich zu Weihnachten kriegen sollte. Und ich habe den ganzen Abend geweint, weil ich das halt gefunden habe. Ich habe es auch erst am Heiligen Abend gefunden, also morgens. Und ich habe den ganzen Tag geweint, weil ich so traurig war, dass ich dieses Geschenk schon wusste. Und ich habe mich echt über diese Puppe überhaupt nicht gefreut und ich habe nie mit der wirklich gespielt. Also mit allen anderen Sachen habe ich gespielt, aber mit der Puppe nicht. Ja. Ja, so sind manche Leute, ne? Also ich bin da echt, bei mir muss Weihnachten immer Überraschung sein. So, und jetzt geht's aber hier weiter. Und ich schau. Und zwar, oh nein, doch weit gefehlt. Hat überhaupt nichts mit Santoro zu tun. So, ich mach mal hier. Sieht mir aber auch nicht aus wie ein Action-Block. Also es kommt mir auf jeden Fall nicht bekannt vor. So, und das scheinen immer so Fotos quasi zu sein. Und dann gucken wir hier einmal ein bisschen durch. Die sind auch immer nur einseitig bedruckt. Ah, immer doppelt, okay. Ja, das sind so Kirschblüten, ne? Sehr schön. Ich stehe nicht so auf Blumen, aber ja, diese Kirschblumen haben wir selber auch im Garten. Ein riesengroßer Schmetterling. Marienkäfer, ach, das kenne ich so ähnlich von einem christlichen Poster. Und da kann ich mir echt gut vorstellen, dass ich hier auch so einen christlichen Spruch drauf schreibe. Und dann irgendwo als Bild vielleicht hinhänge oder verschenke oder so. Ja, ich lasse mir jetzt natürlich ein bisschen Zeit hier beim angucken. Das würde ich ja sonst nicht machen. Und ich habe gesagt, ich möchte das Video eigentlich ein bisschen schnell machen, aber ja, ein bisschen gucken möchte ich das natürlich trotzdem. Ein Himmel. Hier haben wir Tulpen, passend dann zum Frühling. Das finde ich sehr schön. Ich liebe den Wald. Sonnenblumen. Ja, diese riesen Sonnenblumen hatte ich eigentlich auch jedes Jahr bei mir im Garten. Nur dieses Jahr hatte ich keine. Oh, das ist sehr schön. Strand und Wellen, da erinnere ich mich gleich wieder an Spanien, wobei in Spanien war nicht so ein feiner Strand. Da war eher so Sand, so ganz feiner Sand. Rasen, okay, da kann man bestimmt auch was Cooles mitmachen, so als Hintergrund. Camping direkt am Meer. Ja, und hier hinten mit den Bergen, da muss ich wirklich direkt ein bisschen, also wenn ich mir jetzt das Zelt wegdenke und nur das sehe, da
Dann muss ich direkt an Israel denken. Da war ich mit meinem Mann, oh Gott, ja, 2007, glaube ich, waren wir da. Und ja, da haben wir am See Genezareth gewohnt und das war wunderschön dort. Und das sieht aus wie dieser See und dann die Golanhöhen so im Hintergrund, sehr schön. So, ein bisschen herbstlich. Also ich glaube, das geht hier so ein bisschen so durchs ganze Jahr. Hier habe ich jetzt, glaube ich, was übersprungen. Jawohl. So, hier wird es noch mehr Herbst. Auch sehr schön. Bunte Herbstblätter. Pfötchen. Oh, ein reifes Maisfeld. Kürbisse. So, und jetzt geht es anscheinend in den Winter. Und hier, das könnt ihr gerade nicht sehen, aber hier, der Schnee, da ist so Glitzer noch drauf. Also da ist so Kleber, Glitzerkleber drauf. Und das glitzert so schön. So, und hier bei dem Schneemann ist das auch so. Da ist auch so ein Glitzer. Ja, könnt ihr das sehen? Nee, ihr könnt nur diesen Kleber vielleicht ein bisschen sehen, aber das glitzert, glaube ich, nicht. Oder? Ja, da vielleicht so ein bisschen, da könnt ihr es sehen. Ja. So, und hier so eine Winterlandschaft. Das ist auch sehr schön. Und die sind auch teilweise so ein bisschen geprägt. Und die Früchte hier zum Beispiel, die glänzen, genau wie vorhin bei dem, wo ich gesagt habe, das erinnert mich an Israel, weil seht ihr das da? Das ist eben so glänzend. Das war das Zelt vorhin auch. So, und hier haben wir einfach nur ein bisschen Schnee und hier eine süße kleine Holzhütte mit wieder Glitzer auf den Bäumen. Ja, und das war das letzte Bild. Ja, schön, da werde ich bestimmt das ein oder andere Bild verwenden können und das ein oder andere Bild werde ich aber auch weitergeben, weil mir da jetzt nichts zu einfällt, aber vielleicht ja wann anders. Ja. Vielen Dank, meine Liebe, und ich hoffe, dass dir dein Weihnachtsgeschenk auch gut gefällt. Ich weiß ja nicht, ob du es schon ausgepackt hast. Falls du es schon ausgepackt hast, sei so lieb und schreib mir meine Nachricht, wie es dir gefallen hat. So, und hier mache ich jetzt erstmal mit dem Adventskalender weiter. Ich fummel mir erstmal das Kleine ab. Normalerweise packe ich immer erst die Kleinen aus und dann die Großen. Diesmal mache ich es aber umgekehrt. Diesmal packe ich zuerst hier das Große. Wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist ein Kalender. Schauen wir mal. Ja, es sieht immer mehr nach Kalender aus. Ach, cool, mit einem Faultier. Und hier ist ein Umschlag mit Herzenssache. Hier vorne hat sie so eine schöne, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Rosette, glaube ich, ne? Und dann mit ihrem Galaxy Washi-Tape, das habe ich gesehen in ihren Hauls und fand das total schön. Das mache ich gleich auf. Ja, und hier haben wir einen Notizkalender. To-Do 2019. Gepflegt abhängen. Ja, cool. Mit einem Faultier, ja, und sie hatte mich auch letztens privat gefragt, ob ich denn nur diese gemalten Faultiere mag oder auch die richtigen. Und ja, ich mag eigentlich immer nur gemalte Sachen oder Comic-Style oder ja, Manga oder. Aber bei dem finde ich das überhaupt nicht schlimm. Der sieht auch ganz süß aus und das macht überhaupt nichts, dass der nicht gemalt ist. Das ist alles völlig in Ordnung. So, und dann haben wir hier im Kalender immer anscheinend ein Bild von einem Faultier und das ist noch ein Baby und dann immer süße kleine Sprüche dazu. Ich bin wach, mehr möchte ich zu meinem derzeitigen Zustand nicht sagen. Perfekt, das passt genau zu mir. Ich bin morgens wirklich so. Morgens brauche ich immer so, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde, bevor ich wirklich ansprechbar bin. Und was ich auch cool finde, ihr habt hier auch eine Zeile extra nur für Geburtstag. Also einmal kannst du hier deine Termine eintragen und einmal nur für Geburtstag. Das ist cool. So, du kennst mich ja, ich bin zu faul, um nachtragend zu sein. Okay, ich glaube, das passt besser zu meinem Mann, ehrlich gesagt. Ich bin heute so faul und unmotiviert, dass ich vermutlich verbeamtet werde. Sehr cool.
Arbeit hat noch keinen umgebracht, aber ich will kein Risiko eingehen. Ja, sehr gut. Ja, ich bin ja glückliche Hausfrau, also von daher. Ne? Wobei es nicht heißt, dass Hausfrauen nichts zu tun haben und ich habe hier genug zu tun, weil wir haben ein Riesenhaus. So, und hier haben wir eine Mama, meine Mami mit einem Baby. Faulheit ist die Kunst, sich auszuruhen, bevor man müde wird. Okay. Also so Mittagsschläfchen oder so ist nicht meins. Also ich bin eigentlich schon den ganzen Tag auf den Beinen. Aber das passiert schon mal. Vor allem in letzter Zeit mit meinen ewigen Kopfschmerzen. Das geht mir auch echt langsam auf den Sack. Muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe, glaube ich, den ganzen Monat gefühlt Kopfschmerzen und ja, weiß gar nicht, ob das auch irgendwann mal wieder aufhört. So, ich lasse mich zum Panda-Bären umschulen. Wenn ich faul rumliege und immer dicker werde, finden mich trotzdem alle niedlich. Ja, der ist doch aber auch so niedlich, oder? Die süßen Knopfaugen. Ja, Babys sind immer niedlich, egal von welchem Tier, auch wenn die später richtig hässlich sind, oder? So, es gibt Momente, in denen man einfach keinen Bock mehr hat. Das stimmt wohl. Und das ist mal eine ganz andere Farbe vom Faultier. Finde ich aber auch cool. Diese Krallen sind echt beeindruckend, ne? Was die für Kraft da drin haben, ey. Wahnsinn. So, ich atme. Produktiver wird es heute nicht mehr. Sehr gut. Eigentlich wollte ich die Welt erobern, aber es regnet. Okay, das kenne ich auch. Ich hasse es. Ich hasse Regen. Also, ja klar, die Welt braucht das, die Pflanzen brauchen das, alles in Ordnung, aber ich mag draußen nichts machen, wenn es regnet. Auch nicht mit guter Regenkleidung. Einfach keine Lust. Wobei, stopp, es gibt eine Ausnahme und zwar, wenn es draußen richtig heiß ist und dieser Sommerplatzregen runterkommt, den liebe ich. Badeanzug an und ab im Garten und einfach nur Arme ausstrecken und hinstellen und das finde ich toll, aber alles andere ist furchtbar. So. Hab Spaß, egal wie du dabei aussiehst. Ja, das ist, glaube ich, das Bild vom Anfang. So, genieße die langsamen Dinge. Herausforderungen sind die Würze des Lebens. Wurzel wollte ich erst sagen, die Würze des Lebens. Und das war's, da ist schon der Dezember. Ich habe unten gar nicht auf die Monate geguckt. Ja, sehr schön, cool. Dankeschön. Ja, ich muss mal gucken, ob der unten in meine Küche passt, weil neben meiner Tür habe ich immer meinen Kalender und da trage ich auch immer ein, wann der Müll raus muss und so weiter. Und eigentlich habe ich jedes Jahr den Kalender von Jeans Fritz, weil da bezahlt man 1 Euro für und das ist dann so eine Spende für Kinder irgendwas, so irgendeine Hilfsorganisation, ich weiß nicht mal welche, aber das habe ich jedes Jahr gemacht. Und der passt auch immer genau in diesen Dings. Und ich glaube, der hier ist ein bisschen breiter. Und daneben ist halt gleich meine Pinnwand. Und ich weiß nicht, ob der dahin passt. Aber ich probiere es. So, es geht weiter mit der Herzenssache. Und da schauen wir einmal. Ui, und hier haben wir von Gorsches Karten. Oh, guckt mal. Guckt mal, wie geil. Das sind diese Sammelkarten. Oh, und die sind mega. Und das ist wieder sowas, wo man am liebsten die für immer und ewig behalten möchte. Und ich habe mir ja vorgenommen, trotzdem, auch wenn ich die Sachen eigentlich nicht hergeben möchte, zu verwenden. Und so werde ich das auch mit diesen Teilen hier machen. Ich werde sie verwenden. Ja. Ja, und die sind krass schön. Wirklich, wirklich schön. Musst du mir nur verraten, wo du die her hast, weil da gibt es ja garantiert noch mehr von, die man dann sammeln kann. Ah, und hier hat man immer so ein Herzchen, da kann man immer abkreuzen, welche man schon hat und welche man noch braucht. Und da musst du mir unbedingt sagen, wo du das her hast, damit ich das weiter sammeln kann, beziehungsweise mir davon noch mehr besorgen kann. Ich habe zwar auch solche Karten irgendwie bei Amazon, glaube ich, auf meiner Liste, aber ich weiß nicht, ob das genau die sind. Ja, vielen Dank, die sind super schön. So. Und es geht hier weiter. Das gehört ja noch zum Adventskalender. Und wie gesagt, es fühlt sich nach irgendwas
Stockmäßigen an, oder? Ja, ich lag gar nicht so verkehrt. Guck mal, das ist cool. Und zwar, ach je, was ist das? Das ist so eine Art Etui, oder? So, jetzt musst du mir helfen. Was genau ist das? Also hier sind lauter solche Fächer und ich könnte mir vorstellen, dass man hier Stifte oder Pinsel oder sowas reinmachen kann. Und das finde ich eigentlich echt cool, weil ich, wenn ich zur Gemeinde fahre, mir ganz gerne Stifte mitnehme und einen Block und dann da eben so ein bisschen vor mich hinkritzle. Und das ist echt cool. Ich weiß nur nicht, wofür diese Lasche hier gut sein soll, aber das ist ja egal. Also hier kann man auf jeden Fall Stifte reinmachen. Und dann kann man das hier so zusammenklappen und dann eben mit dem hier umwickeln und hier einmal verschließen. Und auch hier ist nochmal ein Totoro drauf. Ja, total geil, richtig schön. Vielen, vielen Dank. Ja, das werde ich in Ehren halten und das bleibt natürlich bei mir, ganz klar. Das bekommt niemand. Das ist meins. So. Ja, einmal an die Seite. Ja, ich habe bei dir im Adventskalender vom 12. nicht irgendwelche besonderen Sachen reingemacht, sondern, ja, also glaube ich nicht. Nicht, ich erinnere mich zumindest nicht daran, dass das irgendwas mega Besonderes war. Das war, glaube ich, ganz normal. Dafür habe ich mir aber für dein Geschenk wirklich Mühe gegeben und das habe ich natürlich selbst gemacht. Und ich hoffe, dass es dir gefällt. Ja, werde ich ja dann heute wahrscheinlich vielleicht in deinem Video sehen, wenn du das heute schaffst. So, zusätzliches Geschenk zum 24. Und jetzt gucke ich mal, ob das hier einfach nur ein Zettelchen ist oder ob hier das vielleicht wie eine Karte ist. Ja, ich habe mir das gedacht. Hier ist nämlich noch irgendetwas. Oh, den hat sie gut verklebt. Als erstes einmal hinein und hier ist noch eine kleine Karte drin mit einem: Mein Schatz, hier bekommst du einen kleinen, was, Schätze, was soll Schätze bedeuten, mein Herz hing da echt dran, aber ich werde nie eine Gelegenheit haben, um es zu nutzen. Hoffentlich findet sie bei dir Gebrauch. Okay, also es ist irgendwas, was sie gerne mochte und sie hat es aber nie benutzt. Es fühlt sich auch wieder ein bisschen stoffmäßig an. Hier ist irgendwie, jetzt irgendwie noch Schaumstoff irgendwie hier. Ich werde da nie drauf kommen, deswegen packe ich es einfach aus. Ja, diese Tasche habe ich auch, exakt die gleiche. Und ich muss dir sagen, ich habe sie auch noch nie benutzt. Aber die ist halt cool, weil das ist nämlich so eine Kühltasche. Und ja, da ich jetzt zwei davon habe, werde ich jetzt definitiv eine mal benutzen. Werde das mal ausprobieren, ob die wirklich Sachen ein bisschen kühl hält. Und ich werde die benutzen, wenn ich zu meinen Freunden nach Dortmund zum Beispiel fahre. Und dann werde ich mir für den Weg dorthin da irgendwas reinmachen, was ein bisschen gekühlt bleiben kann, wie Obst oder so. Und werde das dann auf dem Weg naschen und dann an dich denken. Ja, meine Liebe, vielen, vielen Dank. So, jetzt ruft meine Freundin mich gerade an, aber da muss ich jetzt mal einen Moment warten. So. Ja, ich sage jetzt einmal kurz Tschüss. Ich hoffe, euch stört gerade das Vibrieren nicht. Wie gesagt, ich möchte das Video heute nicht schneiden und wünsche euch frohe, frohe Weihnachten. Genießt die Zeit mit eurer Familie. Es gibt nichts Schöneres, als ja, einfach Zeit mit seiner Familie zu haben und man weiß auch nie, wie lange man die Leute hat. Deswegen genießt es
Und ja, hab besinnliche Weihnachten und ich sag tschüss, bis bald.